Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Marcus Rashford haben wir ein bisschen reingelackt bei den Rewards, Erstbesitzer und sogar tauschbar. Noch kein Spiel jetzt mit ihm gemacht, darum werden wir ihn jetzt da im Video ein bisschen testen und genauer anschauen. 1,86 ist er groß, hoch, mittel, Arbeitsrate, starker Fuß rechts, 5 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß, spielt bei Manchester United in der Premier League und wir haben ihm den empfohlenen Camp-Style gegeben, das ist der Finisher, also über 60% glaube ich auf Footbin haben gesagt Finisher. Ich habe anfangs ein bisschen überlegt, ihm einen Hunter zu geben, dass wir ihm da maximal die Geschwindigkeit pushen, aber die Geschwindigkeit ist ja eigentlich okay, 89 Antritt, 93 Sprintgeschwindigkeit, Stellungsspiel geht jetzt auf 87 hoch, der Abschluss geht auf 98 hoch, die Schusskraft auf 99, die Fernschüsse bei 81, Volleys 83, Elfmeter 86. Beim Passspiel hat er eine Übersicht von 82, Flanken 77, Freistoßpräzision 76, der kurze Pass 81, der lange 69, Effet hat er 82 und die Beweglichkeit pushen wir ihm da jetzt auf 96 hoch, Balance geht auf 80, Reaktion 86, Ballkontrolle 85, das Dribbling geht auf 99 hoch und der Ruhewert 82. Also die offensiven Werte sind sehr, sehr stabil und nach wie vor spielen ja den sehr, sehr viele auch gerne als Stürmer, auch teilweise auf 7 Chemie. Und er ist ein absoluter Meterspieler dieses Jahr. Er hat mir auch selbst schon sehr, sehr oft wehgetan und ich wollte ihn ohnehin noch testen. Wollte halt warten, bis der ein bisschen runtergeht mit dem Preis Richtung Black Friday. Aber ja, da wir ihn jetzt gezogen haben, werden wir ihn testen und vielleicht auch dann in der Weekend League spielen. Verteidigungswerte sind halt jetzt nicht die tollsten, Kopfballpräzision von 68 und eine Sprungkraft von 72, dafür hat er 87 Ausdauer, was für einen Flügelspieler sehr nice ist, Stärke 76, Aggressivität 73 und bei den Eigenschaften hat er den Power-Freistoß, den Flair-Trade, den Teamspieler-Trade, also das ist schon sehr, sehr nice, vor allem der Flair-Trade ist gut, das Teamspieler habe immer noch nicht herausgefunden, wofür das gut ist. Und ansonsten hätte er noch den Tempo-Dribbler, die Dribbling-Technik und den Distanzschuss für die CPU. Und wir haben ja auch ein zweites Mal noch hineingelackt, Gini Wijnaldum jetzt in Blau, dem habe ich jetzt mal einen Shadow gegeben. Ich habe den immer mit Engine gespielt, aber ich werde den jetzt mal mit Shadow ausprobieren. Und ansonsten hat sich jetzt am Team mal nichts verändert. Der gute Mané geht halt darüber auf den rechten Flügel, auf 7 Chemie. Und ja, so werden wir jetzt mal ins erste Game mit Rashford starten und schauen, wie er performt. Und wir werden ihn auch in der Doppelspitze mit Aubameyang testen. Let's go. So, jetzt haben wir da Rashford das erste Mal am Ball. Und ja, wie erwartet, fühlt sich der eigentlich echt gut an. Schauen wir uns auch das R1-Dribbling ein bisschen an. Das funktioniert sehr, sehr flott. Sehr, sehr nice, mal der erste Eindruck. Schauen wir mal, wie er da vorsticht. Let's go! Schöne Vorlage auf Ober. Nice. Schön, wie er den da noch mitnimmt auf der Linie. Also ich muss sagen, seine Beweglichkeit und auch die Geschwindigkeit, für das, dass er keinen Boost drauf hat, ist sehr, sehr nice. So, und ich melde mich jetzt doch nochmal kurz vom nächsten Tag. Also ich habe gestern zwei Games mit ihm gemacht, jetzt mittlerweile schon 10 in der Weekend League jetzt, 6 schon. Steht 3:3, ihr seht es oben. Habe ihn da als ZOM, als Stürmer und auch am Flügel gespielt, also linker Flügel, ZOM und Stürmer. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein bis zwei Games. Ich habe auch ein paar Ausschnitte noch hoffentlich von gestern. Schauen wir mal, wie es läuft. Weekend League ist ein bisschen durchwachsen gewesen und ich sage euch dann halt meine Meinung zu Rashford. Wie gesagt, 10 Spiele habe ich jetzt schon gespielt. Ihr seht es da in der Statistik, 2 Tore, 6 Vorlagen. Und danach werden wir einfach ein bisschen näher auf ihn eingehen. Also ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Szenen rein. Ja, gut positioniert gewesen, aber der Abschluss dann nicht so gut von mir. Ja, sehr nice. Da kann man dann ein bisschen mit ihm hin und her dribbeln. Beweglich ist er ja. Das hat dann gut gepasst. Einmal der Haken und drin war er. Ja, der Weitschuss war gut, holt sogar den Freistoß raus. Probieren wir auch einmal mit ihm zu schießen. Ich glaube, der hat gar nicht so schlechte Freistoßwerte. Ich glaube, der wird zu fest werden. Oha, der sitzt sogar. Sehr, sehr nice. Der,
muss ich sagen, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass der reingeht, vor allem weil dagegen auch noch reingelaufen ist an die Ecke, aber hat gepasst. Ja, schöne Vorlage auf Ober. Oh, schade. Aber gibt es wieder einen Freistoß? Ohne Elfmeter sogar. Ja, den macht er auch. Der springt dann gleich aus dem Tor wieder raus. Ja, ganz nice. Ja, Skill-Moves gehen auch gut mit ihm, haben zwar einen Ball verloren, aber funktioniert ganz flüssig. Ja, wie gesagt, wir haben ihn da jetzt halt eigentlich die 65 Minuten als ZOM gespielt. Die werden ihn jetzt in den Sturm packen und statt Ober werde ich einfach erstmal Talisca bringen. Schauen wir mal, wie er im Sturm dann noch performt. Ja, schön da durchgetankt. Ja, es hat er gerochen, der Gegner, glaube ich. So, Rashford holt sich den Ball. 5 Versuche, 3 Tore, sehr, sehr stabil. Also, ich habe jetzt am Schluss dann noch mit Rashford weiterhin als ZOM gespielt, also wieder zurückgezogen. Eine 8,7er Bewertung hat er, 3 Tore hat er gemacht, kein Tor vorbereitet natürlich, 5 Schüsse aufs Tor, 5 erfolgreich, 21 von 26 Pässen erfolgreich, 20 von 25 Dribblings, Flanken hat man keine, Zweikämpfe hat man keine. So, machen wir noch ein abschließendes Game mit ihm, dann haben wir glaube ich einige gute Szenen und wie gesagt, habe jetzt auch schon ein gutes Gefühl für ihn, das ist unser Gegner auf jeden Fall. Let's go! Nice! Ja, komm Rashi, Flanke rein, schade. Ja gut, gut abgeschirmt dann noch. Da kommt Wijnaldum, 2:0. Ja, da hinten ausgeholfen. Ja, schön reingespielt noch. Das habe ich leider wieder verkackt da. Ich hätte gern gehabt, dass er da jetzt nach vorne sticht, aber das hat er nicht gemacht. Ja, und bitte, im Gegenzug bekomme ich den Ausgleich. War vielleicht auch ein bisschen verspekuliert von mir, weil ich unbedingt auf Wien spielen wollte, aber ja, ist so. Ja, das Dribbling ist schon sehr, sehr fein von ihm. Probieren wir mal einen Schuss. Ja, leider wieder abgeblockt, nochmal. Ja, schade. Gut, ich habe jetzt mal auf 2 Stürmer umgestellt. Ich werde Rashford dann den Sturm jetzt packen und als ZOM bringen wir wieder Talisca. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Und statt Sonnen werden wir da Valverde noch vielleicht hineinpacken, um ein bisschen kompakter im Mittelfeld zu werden. Also sehr weit außen. Flanke kommt ganz gut, aber Torhüter ist da und da ist Talisca. Sehr nice. Ja, Rashford gut gestanden. Schauen wir, ob die Flanke kommt. Schade. Ist noch immer da. Jetzt hat der Torhüter ihn. Ja, körperlich ist halt auch sehr, sehr top bei ihm, muss man sagen. Also das macht er schon immer gut. Ich bin jetzt nicht mehr nachkommen, aber Körper ist echt top. Ja, den hat er auch noch erwischt, den Kopfball. Gut, ich würde sagen, wir haben einige Szenen. 6,6er Bewertung eigentlich nur, aber keine Ahnung warum, 2 Schüsse aufs Tor, 2 erfolgreich, 18 von 26 Pässen, gut, das ist nicht so toll. Dafür 24 von 25 Dribblings und 4 Flanken, keine erfolgreich. Tragt vielleicht da irgendwie dazu bei, aber wie gesagt, Flanken ist immer so eine Glückssache meiner Meinung nach. Der wird halt sehr viel abgeblockt immer bei mir. Gut, kommen wir zum Fazit mit Marcus Rashford. Ja, die meisten wissen es ja ohnehin, dass er einer der Metaspieler ist und da ich ihn gezogen habe, habe ich mir gedacht, ich probiere den natürlich aus. Habe jetzt 12 Spiele mit ihm gemacht, 5 Tore, 6 Vorlagen. Habe den, ich sag mal, 3-4 Spiele nur am Flügel gespielt. Da fand ich ihn jetzt nicht besonders. Was sehr, sehr nice ist bei ihm am Flügel ist sein Tempo, das ja eigentlich 89 Antritt, 93 Sprintgeschwindigkeit, fühlt sich meiner Meinung nach viel schneller an. Keine Ahnung warum, er macht so lange Schritte immer, kommt mir vor. Ansonsten die Werte top mit dem Finisher, finde ich sehr gut, also da muss man, ich finde der passt ganz gut auf ihm.
Die meisten Tore und Vorlagen habe ich mit ihm gemacht, wenn er als ZOM gespielt hat. Ich würde sagen, so halbe halbe ungefähr hat er ZOM gespielt, beziehungsweise Stürmer mit Aubameyang gemeinsam im Doppelsturm. Und muss sagen, als Stürmer finde ich ihn okay. Da war er bei mir jetzt nicht so krass. Da finde ich Aubameyang zum Beispiel bei mir besser. Aber als ZOM ist er voll in Ordnung gegangen. Aber ich muss sagen, bei mir, ich weiß nicht, das ist so ein Spieler, der ist bei mir wahrscheinlich nicht so gut wie bei anderen. Keine Ahnung, ich habe immer wieder so Spieler, die bei mir nicht so einschlagen. Also geile Karte eigentlich, fühlt sich gut an, sein Dribbling ist nice. Bei mir irgendwie passt er nicht so gut ins Team rein. Die Werte sind zwar sehr okay, 5 Tore, 6 Vorlagen, also fast eine Beteiligung pro Game. Das ist schon sehr, sehr stabil eigentlich. Und wie gesagt, auch preislich ist er mit 240.000k doch relativ teuer. Ich persönlich spiele ehrlich gesagt lieber einen Son auf der Position. Mir gefällt Son auch als ZOM und als Stürmer besser. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Das ist wahrscheinlich auch für jeden unterschiedlich, welcher Spieler bei ihm besser funktioniert und welcher nicht so gut funktioniert. Bei ihm habe ich halt bei mir im Team so das Gefühl, es ist ein Game, wo er absolut top performt, so wie in dem ersten Game, das wir da jetzt gesehen haben. Und im zweiten Game wieder Totalausfall. Und das Gefühl hatte ich auch davor. Also ein Game top, ein Game Totalausfall. So geht das bei mir irgendwie immer Hand in Hand. Beide Games sind eigentlich jetzt unentschieden ausgegangen. In dem einen Game war er halt absolut der Top-Spieler, obwohl er dieselben Positionen gespielt hat, und im zweiten Game konnte er überhaupt nicht glänzen. Also ja, ich weiß es nicht. Den kann man wahrscheinlich nur empfehlen, weil ansonsten würden den nicht so viele Leute spielen, und er war auch gut bei mir. Also bitte versteht es mich da nicht falsch, er war echt gut bei mir eigentlich, aber irgendwie spiele ich doch lieber einen Son. Ich fühle mich mit einem Son irgendwie wohler auf den Positionen, wo ich ihn jetzt auch gespielt habe. Also linker Flügel, ZOM und Stürmer. Finde ich bei mir persönlich einen Son besser. Aber ansonsten sehr, sehr stabile Karte. Ich werde ihn trotzdem nicht behalten. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like wieder da, lasst gerne ein Abo da. Schaut auf Instagram vorbei, schaut auf Twitch vorbei. Die Links sind unten in der Beschreibung. Und sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.